Das ist ja auch durch viele Untersuchungen in den letzten Jahren zutage gefördert worden. Das Institutionenvertrauen der Deutschen erodiert in erschreckendem Maße. Und ich betone erschreckendem Maße, weil ich das nicht gut finde, weil ich irgendwie ein Revolutionär bin. Der bin ich nämlich tatsächlich nicht. Ich bin ein Konservativer. Und ich weiß, wie schwierig das ist, geschredderte Institutionen wieder aufbauen zu müssen. Denke ich mal an Protagonisten wie Annalena Baerbock oder andere, die uns gerade regieren, dass wir eine junge Elite haben, die offenkundig vor allen Dingen in transatlantischen Netzwerken sozialisiert worden ist, nicht im Interesse Deutschlands oder nicht dafür, Deutschlands Interessen zu dienen, sondern die vor allen Dingen, so scheint es jedenfalls, so muss ich das werten mit Blick auf ihr konkretes, praktisches Politikhandeln, US-amerikanischen Interessen dienen oder den Interessen von Netzwerken, die ich immer als globalistisch pauschal einordne. Natürlich fühle ich mich als Individuum. Natürlich kenne ich meine Biografie und ich weiß, dass diese Kombination, die hier gerade als Mensch vor Ihnen sitzt, einzigartig ist. Genau wie Sie in Ihrem Werden und in Ihrem Sein einzigartig sind. Das heißt aber nicht, dass wir nicht die Pflicht haben zu dienen. Jörn Höcke, das letzte Mal, als wir uns in diesem Gebäude unterhalten haben, es war genau gesagt etwas weiter hinten im Haupt- und Fraktionsgebäude, da haben wir noch Witze gemacht über ein Virus, das da angeblich in China sein soll. Und später ist uns das Lachen ganz schön vergangen. Es sind irre Zeiten. Ja, völlig verrückte Zeiten. Also wer in diesen Zeiten Politik machen darf oder Politik machen muss, der ist jeden Tag aufs Neue in großem Maße, im höchsten Maße gefordert, gerade als stigmatisierte Oppositionskraft, die wir ja sind in Thüringen und in Deutschland, als einzig relevante Oppositionskraft. Uns wird zu Leibe gerückt mit den Mitteln eines immer noch, wenn es gegen den innenpolitischen Gegner geht, mächtigen Staates, durchgriffsfähigen Staates. Und wir müssen uns behaupten und müssen trotzdem widerständig bleiben, weil dieses Land eine wirkliche Opposition braucht und eine Kraft braucht, die für es spricht und für die Zukunft dieses Landes streitet. Mächtigen Staat, sagen Sie, sagt nochmal Gesinnungsstaat. Ob Sie das heute immer noch meinen, werden wir im Laufe der Sendung unter anderem besprechen. Aber bleiben wir einen Moment im Landtag. Sie haben jetzt 9 Jahre Erfahrung in diesem Parlament. Wird hier Politik gemacht oder Politik simuliert? Naja, also das ist natürlich im Auge des Betrachters liegend. Die Altfraktionen werden sicherlich behaupten, hier wird Politik gemacht. Für uns als Opposition ist klar, hier wird vor allen Dingen viel Parlamentstheater aufgeführt. Wir haben nicht mehr das Gefühl, dass der Volkswille, den wir draußen erfahren dürfen, den wir von unseren vielen Veranstaltungen, die wir in Thüringen in den letzten Jahren abgehalten haben, auch mitnehmen in das Hohe Haus, dass der ja noch eine relevante Größe ist. Man hat zwar in den Plenardebatten immer wieder Redebeiträge auch der Altfraktion, die offenkundig nach außen wirken sollen, die mehr oder weniger populistische Inhalte transportieren, also volkstümliche Inhalte transportieren, die den Menschen suggerieren sollen, wir sind bei euch, wir vertreten eure Interessen. Aber das sind oft, und das ist augenfällig, wieder Einzelinteressen von irgendwelchen Anspruchsgruppen oder es sind nicht ernst gemeinte Ausführungen. Die Ernsthaftigkeit fehlt mir, fehlt auch die strategische Perspektive in der Thüringer Landespolitik. Alles zerläuft im Klein-Klein. Auf jeden Fall ist das Thüringer Parlament nicht mehr der Transmissionsriemen des Volkswillens, so wie der Parlamentarismus und das Parlament ja von Edmund Burke mal beschrieben worden ist, dem großen britischen Liberalen. Dieser Transmissionsriemen ist in Thüringen eindeutig blockiert, was man auch daran erkennt, dass wir als Opposition Ämter, die uns normalerweise als parlamentarischer Kraft zustehen, nicht mehr bekommen. Wir werden nicht in die Vizepräsidentposten des Landtages gewählt. Wir kriegen keine Ausschussvorsitzende. Wir werden systematisch von der Kontrolle des Inlandsgeheimdienstes ferngehalten und so weiter und so fort. Wir werden blockiert, wo es geht. Unsere Anträge werden nicht in die Ausschüsse überwiesen. Trotzdem sind wir hier. Wir halten hier die Stellung in dem Bewusstsein, dass es notwendig ist. Und wir versuchen ganz, ganz viel außerhalb des Hohen Hauses unterwegs zu sein, um diese Blockade zu durchbrechen und dieser Schweigespirale, die sich hier in Thüringen sehr schnell dreht, zu entkommen. Es gibt ja den Satz, ich glaube, er ist von Horst Seehofer und der ist jetzt nicht auf die Opposition, sondern auf die Regierung gemünzt. Die gewählt werden, haben nichts zu sagen und die was zu sagen haben, werden nicht gewählt. Ist das so auch in Thüringen? Genau, das ist ein Satz, den ich auch gerne mal in Erinnerung rufe. Ich meine, er hätte zuerst gesagt, die was zu sagen haben, sind nicht gewählt. Also die umgekehrte
die dritte Reihenfolge, aber das ist ja völlig egal. Ja, so ist das. Es ist, glaube ich, mit dem Begriff der blockierten Demokratie gut umschrieben, was wir hier erleben. Also der Volkswille zählt nichts mehr. Man kennt die Mechanismen der Meinungsmanipulation. Wir wissen, wie Postdemokratie letztlich organisiert ist. Nach außen gibt es noch eine demokratische Fassade, die aufrechterhalten wird, zum Beispiel mit regelmäßigen Landtagswahlen. Nächstes Jahr wird auch in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Aber die meinungsmachenden Kräfte sind mehr oder weniger in ihren Inhalten gleichgeschaltet. Es gibt Dinge, die sind sagbar und Dinge, die werden tabuisiert in der öffentlichen Diskussion, obwohl sie ausgesprochen werden müssten, weil sie die Zukunft dieses Landes gefährden, wenn sie nicht gelöst werden. Das sind informelle Herrschaftstechniken, die auch in Thüringen angewandt werden. Wir haben eine mehr oder weniger monopolisierte Presselandschaft. Es gibt keine nennenswerte Oppositionsstimme in der freiwillig gleichgeschalteten Presse, so will ich es mal einordnen. Und man hat wirklich das Gefühl, dass die etablierten Kräfte, egal ob es jetzt die Medien sind oder die Altparteien, eng zusammenarbeiten und sich vor allen Dingen darin einig sind, die AfD zu verhindern und die AfD, obwohl wir mit Abstand mittlerweile stärkste Kraft in Thüringen sind, auf Dauer die Teilhabe auch an der Regierungsverantwortung zu verwehren. Kommen wir mal von der Postdemokratie, also von der heutigen Zeit, an den nicht Beginn der Demokratie, aber auch der demokratischen und Einheitsbewegung in Deutschland. Erfurt, das ist, glaube ich, etwas vergessen, ist durchaus eine Wiege oder ein frühes Zentrum der deutschen Einheitsbewegung. Es gab ja 1848 die Revolution mit der Frankfurter Paulskirche, also der Versuch, die deutsche Einheit von unten zu bilden. Und es gab die Erfurter Union. Das war der Versuch Preußens, die Einheit konservativer von oben herbeizuführen. Das Parlament hat hier in Erfurt in der Augustinerkirche getagt. Also man kann sagen, Paulskirche gegen Augustinerkirche. Was ist für Sie traditionsstiftender? Das sind beides Wurzeln, auf die wir uns immer wieder besinnen müssen. Und ein gutes Fundament eines neu entstehenden Staatswesens ist, wenn der Volkswille wahrgenommen wird, die gute Seite des Volkswillens, es gibt auch einen hitzigen Teil, einen emotionalen Teil des Volkswillens, der besser nicht so zur Geltung kommt, also in überschießenden Reaktionen in Form von Revolutionen, die auch sehr blutig sind. Wenn dieser Volkswille, dieser gute Volkswille eine Symbiose eingeht mit einem Elitewillen, ich sage ganz bewusst Elitewillen, weil ohne Elite geht es nicht. In keiner Herrschaftsform, in keiner Staatsform. Wenn es eine Elite gibt, die Verantwortungsbewusstsein für das eigene Staatswesen hat, die erkennt, was notwendig ist, die in der Lage ist, eine langfristige strategische Planung durchzuführen und die auch in der Lage ist, das Volk mitzunehmen und das Volk auch zu repräsentieren. Wobei klar ist, dass die Elite und das Volk keine abgeschlossenen Entitäten sind, sondern miteinander in Beziehung stehen, durchmischt sind, Austausch hegen, auch personell. Wie gesagt, beides muss zusammenkommen. Ist diese Elite heute nicht mehr vorhanden oder ist sie gegen das Volk eingestellt? Verfolgt sie nur noch ihre eigenen Interessen? Ich denke, sie ist in Teilen noch vorhanden. Es gibt in der mittleren Führungsebene der Verwaltung durchaus noch etwas, das ich als Verwaltungselite bezeichnen möchte. Menschen, die gebildet sind, die ein Staatsethos besitzen, die wissen, wie wichtig auch eine neutrale Verwaltung für das Funktionieren einer parlamentarischen Demokratie ist. Ich habe solche Menschen kennenlernen dürfen. Ich denke, in der AfD haben sich viele, zumindest die Teile, die sich trauen, versammelt, um nochmal das zu tun, was getan werden muss, um Deutschland doch nochmal auf ein Gleis zu setzen, das dann eine Fahrt in die Zukunft und nicht den Abgrund ermöglicht. Aber es gibt tatsächlich in Deutschland leider auch, und die ist im Augenblick überrepräsentiert, eine Art Anti-Elite. Das Ergebnis einer Negativauslese. Wir leben in einem erstarrten Parteienstaat, einem Parteiensystem, das sich diesen Staat zur Beute gemacht hat. Das hat der Richard von Weizsäcker Anfang der 90er Jahre schon mal ausgeführt. Seitdem ist wieder viel Zeit ins Land gegangen. Die Zustände sind nicht besser geworden. Wir haben heute eine Verkrustung, die vor allen Dingen daran erkenntlich ist, dass die Parteien sich durch alle drei Gewalten durchgefressen haben und informell alle drei Gewalten zu einer Gewalt vereint haben, um das jetzt mal über
spitz darzustellen. Also die Gewalten sind mehr oder weniger gleichgeschaltet, jenseits der sowieso schon vorhandenen staatsrechtlichen Durchbrüche der Gewaltenteilung, die es in der Bundesrepublik Deutschland gibt, die auch nicht gut sind. Dazu kommt, dass wir, und jetzt denke ich mal an Protagonisten wie Annalena Baerbock oder andere, die uns gerade regieren, dass wir eine junge Elite haben, die offenkundig vor allen Dingen in transatlantischen Netzwerken sozialisiert worden ist, nicht im Interesse Deutschlands oder nicht dafür, Deutschlands Interessen zu dienen, sondern die vor allen Dingen, so scheint es jedenfalls, so muss ich das werten, mit Blick auf ihr konkretes, praktisches Politikhandeln, US-amerikanischen Interessen dienen oder den Interessen von Netzwerken, die ich immer als globalistisch pauschal einordne, wofür ich auch regelmäßig im Verfassungsschutzbericht lande, weil das schon wieder eine Verschwörungstheorie ist, die antisemitisch konnotiert wäre angeblich, was für ein Unsinn, aber so in diesem Zustand der Gesinnungsüberprüfung sind wir mittlerweile im besten Deutschland, das es jemals gab. Also wie gesagt, es gibt noch Restelite, es gibt aber vor allen Dingen in meinen Augen eine große fremdbestimmte Elite, die entweder aus Eigeninteresse unterwegs ist und Parteipolitik macht, aus den persönlichen Machtinteressen heraus, beziehungsweise im Interesse von fremden Mächten Politik in Deutschland macht und die Deutschland schweren Schaden zufügt. Kann man das zuspitzen? Kann man sagen, das ist eine Kollaborateurselite? Ich finde den Begriff, ich höre ihn zum ersten Mal, sehr griffig. Ist er von Ihnen? Er kam mir gerade so. Sehr gut. Ja. Glückwunsch. Sie hatten vorhin gesagt, bei der Bildung eines Staates ist es sozusagen wichtig, den Wunsch des Volkes aufzunehmen. Das war jetzt sehr knapp zusammengefasst in meinen Worten. Wenn wir mal auf den Anfang, also die Zeit der Erfurter Union 1848, 49 zurückgehen, da gab es keinen deutschen Nationalstaat, keinen einheitlichen, aber es gab ein Verständnis, glaube ich, aller Deutschen zu einem Volk zu gehören. Haben wir heute sozusagen das gegenteilige Phänomen? Wir haben zwar einen Staat, der sich als deutscher Nationalstaat jedenfalls offiziell empfindet, aber wir haben eigentlich kein Selbstverständnis mehr, ein Volk zu sein. Ja. Lassen Sie mich noch einen kurzen Schritt zurückgehen, wenn ich darf, weil das Erfurter Unionsparlament wurde unter anderem ja auch regelmäßig besucht von Otto von Bismarck. Das war ein Staatsmann, der zweifellos zur Elite gehörte, der zweifellos ein distanziertes Verhältnis zur 48er-Revolution lange Zeit hatte, der aber dann doch später als gereifter Politiker in der Lage war, den Volkswillen aufzunehmen und in konkrete Politik zu übersetzen. Auch das, was Sie gerade angesprochen haben, die Erkenntnis, dass die Deutschen damals begannen, sich als Nation zu fühlen und dann auch letztlich den Willen hatte und das politisch umzusetzen, dass wir ein Nationalstaat wurden 1871. Insofern, es ist ja bekannt, dass ich Bewunderer von Otto von Bismarck bin, schließt sich auch der Kreis hier in Erfurt wieder, weil Bismarck hier einige Jahre unterwegs war. Ja, und ist der Volksbegriff mies und lächerlich gemacht worden. Man hat uns madig gemacht, man hat unsere Identität, das muss ich so sagen, auch systematisch zerstört. Die Deutschen sind durch, die Westdeutschen vor allen Dingen, wenn ich mir die Geschichte ab 45 Revue passieren lasse, sind durch Massenwohlstand narkotisiert worden. Sie sind dann durch die politische Korrektheit dressiert worden und sind dann mehr oder weniger mental in so ein postnationales Stadium hineingedrängt worden. Natürlich muss man sagen, und das möchte ich betonen, ja, es gibt immer Kräfte, die ein Interesse daran haben, dass ein Volk seinen Bezug zu sich selbst verliert, um als Subjekt der Weltgeschichte auszuscheiden und zum Objekt der Weltgeschichte zu werden. Gerade wenn es ein wohlhabendes Volk ist, wenn es ein schaffenskräftiges Volk wie das Deutsche ist und dadurch die Möglichkeit gegeben wird, dieses Volk als fremde Macht eventuell in die eigene Richtung zu manipulieren oder auszunutzen. Aber, und das ist mir auch wichtig, wenn ich von Demokratie rede, ich möchte den mündigen Staatsbürger grundlegen für Demokratie. Und das bedeutet auch, dass ich als Demokrat und als mündiger Staatsbürger die Pflicht habe, mich gegen Manipulationsversuche zu feien, immer wieder zu hinterfragen, was mir dargeboten wird und auch daraufhin zu hinterfragen, ob es für mich bzw. für meine Familie und für den Staat, dem ich angehöre und der Existenz meines Volkes in Zukunft gut ist oder schlecht ist. Also nur die Manipulation zu betonen, ohne die Verantwortung jedes Einzelnen zum Gelingen und für das Gelingen der Manipulation nicht auch zu betonen, das ist mir zu kurz gesprungen. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Das war sehr rational argumentiert. Ja. Nun ist
Patriotismus, und ich glaube, Sie werden nicht abstreiten, ein Patriot zu sein, das hat ja auch eine emotionale Ebene. Ist Deutschland, ist das Deutsche für Sie auch so etwas wie eine Idee, vielleicht eine mystische Idee? Ich glaube, das ist zwangsläufig so. Ich glaube, jedes Volksbewusstsein fußt auch im Mythos. Es kann gar nicht anders sein. Der Mythos hilft uns, Niederung der Geschichte als Volk zu durchschreiten, hilft uns nach großen Niederlagen, wie wir sie in der Geschichte Deutschlands und des deutschen Volkes ja schon viele erleben und erleiden mussten, auch wieder auf die Beine zu kommen. Ein Ideal, das gesetzt wird, das auch ein wenig verklärt, die Realität vielleicht auch ein wenig beschönigt, vielleicht auch eine Vision stiftet, die niemals wirklich erreichbar ist, die uns aber Kraft gibt, unsere Kräfte zusammenzunehmen und wieder aufzustehen und weiterzugehen und die Ärmel wieder hochzukrempeln. Das ist absolut notwendig, wenn ein Staat dauerhaft existieren will, wenn ein Volk, wenn eine Kultur dauerhaft existieren will, und dazu gehört auch der Mythos, der in gemeinsamen Riten beschworen wird, selbstverständlich, ja. Sie haben eben, ohne den Namen zu nennen, Arnold Toynbee zitiert, mit dem Aufstieg und Fall großer Mächte und den jungen und den alten Völkern. Das ist dann aufgenommen von vielen deutschen Denkern, vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sind wir mittlerweile ein altes Volk und vergehen wir? Als Politiker möchte ich die Frage nicht abschließend beantworten, aber Sie können mir glauben, dass ich über diese Fragestellung sehr oft nachdenke. Oft mit Wehmut im Herzen, weil ich mein Volk sehr liebe, seine Kultur sehr hoch schätze und auch selbstbewusst einordnen möchte. Und ich möchte nicht, dass es vergeht, weil ich denke, dass die Deutschen und die deutsche Kultur eigentlich unbeträchtlichen Teil auch der Menschheitskultur darstellen und die Deutschen als Volk einen großen Teil zu dieser Menschheitskultur beigetragen haben in relevanten menschlichen Bereichen, ob das die Musik ist oder die Philosophie oder die Technik, die Wissenschaft und so weiter und so weiter. Ohne das deutsche Denken, das spezielle deutsche Denken, ohne die spezielle Art, deutsch zu sein, das bedeutet auch die typischen Sekundärtugenden zu leben, die Pünktlichkeit, die Sorgfaltsliebe vor allen Dingen, die Liebe zum Detail. Daraus resultiert auch die Meisterschaft und der hervorragende Erfindungsgeist unseres Volkes. Bevor man ihn eingebremst hat und auf fremde Mühlen geleitet hat, wäre die Welt mit Sicherheit ärmer und wäre nicht da, wo sie im Augenblick ist, in ihren guten Seiten. Deswegen würde es mich bestürzen, wenn diese Kontinuität abbräche. Aber wir stehen tatsächlich kurz davor, dass sie abbricht. Ich möchte das vielleicht mal sehr drastisch einordnen, das, was die Anti-Elite, die uns beherrscht. Wie sagten Sie vorhin nochmal? Die Kollaborateurselite. Die Kollaborateurselite, die uns beherrscht. Die hat über Jahrzehnte ein Unterlassen sich schuldig gemacht, nämlich über Jahrzehnte einen demografischen Niedergang nicht korrigiert zu haben, den man hätte korrigieren können, natürlich mit Geld, aber vor allen Dingen mit Wertsetzung. Und sie ist jetzt nicht nur fahrlässig, sondern in meinen Augen setzen vorsätzlich unterwegs, durch Multikulturalisierung diese demografische Krise zu potenzieren in ihrer Wirkung. Die Kombination ist, um das mal in ein Bild zu gießen, ich will jetzt keinen Täter benennen, aber nichts anderes als ein Mordkomplott gegen das deutsche Volk. Und deswegen befinden wir uns tatsächlich in einer Existenzkrise und müssen uns so schnell wie möglich befreien, von der Fremdbestimmung befreien, um wieder selbstbestimmt agieren zu können, um zu retten, was zu retten ist, um vielleicht noch etwas an Substanz zu erhalten, was dann einen Neuanfang ermöglicht. Ich würde nicht Politik machen, wenn ich die Hoffnung nicht hätte, dass es einen Neuanfang geben könnte. Aber mit Blick auf die Lage dieses Landes, auf die abstrakten Indikatoren und auf das, was ich sehe, wenn ich über Land fahre, durch die Städte gehe, wird mir tatsächlich Angst und Bang um die Zukunft Deutschlands und des deutschen Volkes. Ist Migration, das haben Sie ja unter anderem auch angesprochen, ist das die Schlüsselfrage unserer Zeit, in der sich letztlich Vergehen oder Bleiben entscheiden wird? Ja, das ist so. Alles andere ist kompensierbar, alles andere kann neu entstehen. Aber ein Volk, das vergangen ist, ist vergangen. Und verstehen Sie mich da nicht falsch, weil ich da auch immer gerne falsch verstanden wäre oder man mich falsch verstanden will. Ich bin kein Homogenisierungsfanatiker. Ich bin selbst aus einer Familie kommt, die in Großteilen aus Ostpreußen herstammt. Das ist ein Teil
des kulturellen Deutschlands gewesen, hat ja lange Zeit nicht zum Deutschen Reich gehört, wie Sie wissen, der besonders stark durch die Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges betroffen war, also völlig entvölkert war. Und es war ja der große Kurfürst, beginnt mit dem großen Kurfürst, der beispielsweise die Hugenotten aus Frankreich eingeladen hat, also Glaubensbrüder dort zu siedeln und dort neue Wurzeln zu schlagen, was viele Hugenotten auch angenommen haben. Also ich bin sicherlich auch mit hugenottischen Vorfahren ausgestattet, was ich überhaupt nicht als problematisch ansehe. Es gab immer wieder Zuwanderung, es gab auch immer wieder Abwanderung. Wir denken an die Auswanderung vor allen Dingen nach Nordamerika. Aber das waren letztlich Größenordnungen, die waren kompensierbar, beziehungsweise die Zuwanderung kam aus kulturellen Kreisen, kulturellen Kontexten, die ohne Probleme anschlussfähig waren an unsere kulturellen Kontexte. Und wenn es dann mal Zuwanderer waren aus außereuropäischen Kontexten, waren sie in ihrer Größenordnung so marginal, dass sie sich integrieren mussten, dass es nie die Frage gab, nie die Herausforderung der Einwanderungsgesellschaft, sich zu ändern, sondern es war immer klar, dass der Druck auf dem Einwanderer lastet, sich an die Einwanderungsgesellschaft, an das neue Heimatland anzupassen. Und das ist tatsächlich historisch ein einmaliger Vorgang, den wir im Augenblick haben. Die Zahlen sprechen für sich. Mittlerweile sind in einigen Alterskohorten mehr als 50% der Menschen in Deutschland mit Migrationshintergrund ausgestattet, also in der jungen Alterskohorte. Und das spricht Bände, ja. Sie sprachen mal von unserem heutigen Staat als einem Gesinnungsstaat und definierten das so, dass der Unterschied zum totalitären Staat wäre, dass man im Gesinnungsstaat durch Wohlverhalten oder vielleicht auch durch den Rückzug in die Nische sich noch der staatlichen Repression erwehren kann oder sie auch überhaupt noch nicht zu spüren bekommt. Wir haben auch mal darüber gesprochen, ich glaube vor einem Jahr. Ist das noch die Bestandsaufnahme von jetzt oder sind wir einen Schritt weiter? Also mit Blick auf das, was wir in der Corona-Zeit als freiheitsliebende Menschen erdulden und erleiden mussten, muss ich sagen, wir haben dort Phasen erlebt, die tatsächlich schon die dritte Ausprägung gewesen sind, der totalitäre Staat, zweifellos, weil wir uns gegen gewisse Zwangsmaßnahmen auch durch Wohlverhalten nicht mehr sperren konnten, nicht mehr wehren konnten. Der Druck war so groß, dass man überlegen musste, ob man, wenn man sich diesen Maßnahmen beispielsweise im Bereich des Gesundheitswesens verweigerte, wirklich mit dem wirtschaftlichen Zusammenbruch rechnen musste und so weiter. Das sind Druckmethoden, die normalerweise nur in totalitären Staaten so aufstehen. Wir wissen heute, dass diese ganzen Corona-Maßnahmen ohne jede Tatsachengrundlage waren, dass keine dieser Corona-Maßnahmen bis heute ihre Wirksamkeit nachweisen konnte. Wir wissen um die Gefährlichkeit der sogenannten Impfung, der mRNA-Impfung, vor der wir als AfD schon frühzeitig gewarnt haben. Wir wurden damals beschimpft als Aluhutträger, als Schwurbler, als Rechtsextremist und Nazis sowieso. Das sind wir ja seit eh und je. Wir haben leider Recht behalten und nochmal, also jemanden zu zwingen, sich etwas injizieren zu lassen, was nicht erforscht ist, was tief in die körperliche Unversehrtheit eingreift, das ist totalitär und das ist nichts anderes als totalitär. Ja. Von daher wissen wir jetzt, wie es schmeckt, wenn ein Staat totalitär wird, auch wenn wir das Dritte Reich nicht mehr erlebt haben, auch wenn wir die DDR nicht mehr erlebt haben. Und wir sind tatsächlich in einer ganz, ganz schlechten Entwicklung. Ich habe vor kurzem mal den Begriff des umgekehrten Totalitarismus gelesen in einem Interview. Ich glaube, es war Michael Mainz, der Kommunikationswissenschaftler, der ihn geprägt hat. Und er hat drei Säulen dieses umgekehrten Totalitarismus definiert, nämlich die Abhängigmachung, dann die permanente Beschäftigung und die Angsterzeugung. Das ist eine Art von sanften Totalitarismus, der sich anbahnt, der nicht immer vom harten historischen Totalitarismus unterschieden werden kann, der aber am Ende nicht weniger wirkungsvoll ist. Also die Stadien, die ich zunächst beschrieben habe, demokratischer Rechtsstaat, Gesinnungsstaat und totalitärer Staat, sind letztlich Stadien, die auf historischen Vorbildern fußen in ihrer Kategorisierung und die jetzt vor dem Hintergrund der Möglichkeiten der Manipulation, auch der Möglichkeit der IT, der künstlichen Intelligenz überfragt werden müssen. Und wir brauchen auch da sicherlich neue Begriffe für diese Art von neuem Totalitarismus. Sanfter Totalitarismus wird schon manchmal gebraucht, finde ich auch gut. Eine große Herausforderung, auch begrifflich. Dieser Staat, der entstanden ist, diese Art der Politik, im Grunde
mindestens mal diktatorisch zu herrschen, ganz unabhängig davon, auf welchen Begriff man vielleicht irgendwann mal kommt. Der würde ja von den Verteidigern dieser Maßnahmen begründet werden, dass es eben eine Ausnahmesituation war. Ist es möglicherweise der Geist, der aus der Flasche gelassen wurde, der jetzt nicht mehr eingefangen werden kann? Also hat dieser Staat mit seinen Corona-Maßnahmen eine Linie überschritten, hinter die er nicht mehr zurück kann? Ja, er hat im schlechten Sinn einen Präzedenzfall geschaffen. Ein Präzedenzfall, der doch große Teile der Bevölkerung wachgerüttelt hat. Ja, am Ende waren durch den Druck 70-75% der Menschen folgsam, aber ein Viertel der Menschen hat sich den staatlichen Zwangsmaßnahmen widersetzt, mit ganz wichtigen gruppenpsychologischen Wirkungen, die daraus resultieren und die uns als Opposition auch stärker gemacht haben. Viele Menschen, die vorher niemals etwas mit Politik zu tun gehabt haben, haben sich auf einmal zum ersten Mal getraut, auf der Straße ihr Bürgerrecht auf Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit tatsächlich einzufordern und zu leben. Menschen unterschiedlicher politischer Lager sind zusammengekommen im Kampf um die Freiheit, weil sie erkannt haben, ohne Freiheit ist alles nichts. Das politische Gefüge Deutschlands ist durch diese Maßnahmen in Frage gestellt worden und in Bewegung geraten. Es ist eine Verflüssigung eingetreten, die erstmal grundsätzlich positiv ist, wenn man von einem Verkrustungszustand ausgeht der Bundesrepublik Deutschland, die allerdings auch die Gefahr bietet, dass das Establishment aus den Fehlern lernt der Corona-Maßnahmenpolitik und es beim nächsten Mal besser macht. Für mich ist jedenfalls die Indizienlage ziemlich eindeutig, dass diese ganze Corona-Geschichte eine Plandemie war, eine geplante Aktion, eine strategisch geplante Aktion. Es gibt ja mittlerweile da viele Bücher drüber, die man nicht mit großem Vergnügen, aber mit großem Gewinn lesen kann, die darauf hindeuten und hinweisen, dass über Jahre dieses Ereignis zusammengeführt worden ist von maßgeblichen Institutionen, globalen Institutionen und global agierenden Staatsmännern, um auch zu versuchen, etwas Neues zu versuchen, was die Kontrolle über die Bevölkerung bringt. Ja. Sie haben die Proteste angesprochen, die ja sehr unterschiedlich auftraten. Das war von dem, der einfach sagte, ich trage keine Maske, bis zu jedem, der sich traute, auf die Straße zu gehen, was nicht immer ganz ungefährlich war. Sie waren selbst viel bei Corona-Spaziergängen mit dabei. Ist hier sicher, ohne dass die Verursacher es wollten, auch eine freiheitsliebende Opposition entstanden, die von diesem System nicht mehr eingefangen werden kann? Ja, ich glaube, dass ein großer Prozentzahl der Menschen, die aktiv im Corona-Widerstand waren, jenseits des Politikfelds Corona auch mit anderen Fragen konfrontiert worden sind. Ich war auf unheimlich vielen Spaziergängen. Das war uns als AfD-Thüringen auch wichtig, präsent zu zeigen auf der Straße und bei den widerständigen Bürgern zu sein. Und ich habe dort hunderte Gespräche geführt in den Corona-Jahren und bin mit ganz, ganz vielen Fragen konfrontiert worden. Die Menschen sind in einer Suchtbewegung. Sie können sich nicht mehr erklären, warum so eine schlechte Politik in Deutschland gemacht wird. Sie können sich diese interessenverlorene Politik nicht mehr erklären. Natürlich entstehen dann auch Verschwörungserzählungen und Narrative werden weitergegeben. Aber diese Suchtbewegung ist offenkundig. Es ist jetzt eine Phase, wie das Antonio Gramsci schon mal beschrieben hat, er hat das in einem Dreiklang dargelegt, eine Phase der Abwendung. Dann auch kommt die Phase der Suche und dann kommt die Neuorientierung. Und durch die Corona-Maßnahmenpolitik haben sich ganz viele Menschen von der etablierten Politik abgewendet und sind jetzt in einer Suchbewegung. Sie sind nicht nur dem Establishment, sondern, das ist für mich allerdings auch bedauerlich, auch dem Staat verloren gegangen. Sie haben das Vertrauen in den Staat verloren. Es gab schon vorher eine große Parteienskepsis in der Bevölkerung. Die hat leider auch oder betrifft leider auch die AfD, obwohl für uns klar ist, dass wir nicht Teil des Establishments sind, dass wir keine Scheinopposition im System sind, sondern dass wir Opposition zu diesem System sind, also zu diesem nicht mehr demokratischen System, weil wir auf der Seite von Demokratie und Freiheit stehen. Viele Menschen können das aber nicht differenzieren und können nicht erkennen, dass die AfD natürlich auch notwendig Partei ist, weil wir in der parlamentarischen Demokratie leben. Aber diese grundsätzlichen Fragestellungen von Staatlichkeit, auch von Institutionen,
Das ist ja auch durch viele Untersuchungen in den letzten Jahren zutage gefördert worden, das Institutionenvertrauen der Deutschen erodiert in erschreckendem Maße. Und ich betone erschreckendem Maße, weil ich das nicht gut finde, weil ich irgendwie ein Revolutionär bin. Der bin ich nämlich tatsächlich nicht. Ich bin ein Konservativer. Und ich weiß, wie schwierig das ist, geschredderte Institutionen wieder aufbauen zu müssen. Wer Institutionen schreddert, der lebt auch als derjenige, der vielleicht später mal die Hebel der Macht in der Hand hat, auch in Ruin. Und die Behausung ist zerstört, nicht nur für die Machthaber, sondern auch für das Volk. Deswegen hüte man sich davor, Institutionen zu schleifen. Und deswegen ist es grob fahrlässig und vielleicht sogar vorsätzlich, was hier gerade passiert, dass die Deutschen den Glauben in Institutionen verlieren müssen, weil sie erkennen, dass dieser Staat in vielen Teilen nicht mehr neutral ist, dass wir eine Rechtsprechung haben, die Urteile fällt, die für den gesunden Menschenverstand nicht mehr nachvollziehbar sind oder mit gesundem Menschenverstand nicht mehr nachvollziehbar sind, die immer mehr erkennen müssen, dass es eine politisch gesteuerte Staatsanwaltschaft in diesem Lande gibt und so weiter und so fort. Und das ist ein gefährlicher Prozess. Und andererseits ist es ein Prozess der Befreiung und, wie ich vorhin einordnet mit Gramsci, ein Prozess der Neuorientierung, die uns natürlich als Opposition auch wieder Spielräume gibt. Ja. Zu den Perspektiven meines Neuanfangs vielleicht, eines Neuaufbaus, wollen wir gleich kommen. Auch da wird Antonio Gramsci eine gewisse Rolle spielen. Aber lassen Sie uns diesen Komplex abschließen mit einer Frage. Das, was Sie geschildert haben, diesen Staat von dessen Charakter wir vielleicht noch gar keinen richtigen Begriff haben, weil viele Begriffe doch auf alte Systeme ausgerichtet sind. Diese Anti- und Gegenelite und gleichzeitig eine Opposition, die jetzt entstanden ist. Laufen wir gesellschaftlich auf eine Dichotomie hinaus, gut gegen böse? Das wird ja vom Establishment so suggeriert. Also ich finde diese Polarisierung furchtbar. Und normalerweise hätte ein Establishment, das ist sicherlich für mich ein negativer Begriff, wenn ich ihn so ansetze, ich möchte eigentlich positiv von einer Elite sprechen, aber ich kann in dem Zusammenhang nicht nur von einer Elite sprechen, die Aufgabe, genau das zu verhindern, die Fraktionierung einer Gesellschaft zu verhindern, die Polarisierung einer Gesellschaft zu verhindern, aber die Äußerung der führenden Politiker dieser Republik, was die angeblich nicht durchblickenden Teile des deutschen Volkes angeht, sind ja mittlerweile Legende. Ja, Pack und Dunkeldeutschland und was man sich da hat alles einfallen lassen, um die Menschen, die renitenter sind, die freiheitsliebender sind, die demokratieaffiner sind, zu diskreditieren. Und ich habe immer betont, dass ich die Spaltung überwinden will, dass ich versöhnen will. Und ich bin auch bereit, wenn wir mal Regierungsverantwortung tragen und dann wird viel aufzuräumen sein. Das, was wieder aufgebaut werden muss, das wird ein unheimliches Projekt sein. Das wird Generationen dauern und wir werden viel verzeihen müssen. Ich bin ja nun auch immer wieder angegriffen worden, bin auch vielleicht in Anführungszeichen verletzt worden als Mensch. Ich habe auch viel zu verzeihen, aber ich würde verzeihen. Also Hass ist mir völlig fremd und ich glaube, der Neuanfang resultiert letztlich daraus, dass die dann gewinnen, auch nachdem sie vielleicht jahrelang geprügelt worden sind und mies und lächerlich gemacht worden sind und persönliche Opfer größten Ausmaß gebracht haben, dass die ja da in wirklich gut christlicher Tradition aussagen können, ich vergebe und ich verzeihe und wir machen gemeinsam einen Neuanfang. Im kommenden Jahr, nach jetzigem Stand im Herbst oder im Spätsommer, wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Nach den jetzigen Umfragen nähert sich die AfD jedenfalls einer Position an, in der sie in Regierungsverantwortung kommen könnte, in welcher Form auch immer. Sie haben mal von der Machtfrage gesprochen, die mit diesen Wahlen gestellt werden soll. Was bedeutet das konkret? Übrigens, für die Stellung der Machtfrage bin ich auch im Verfassungsschutzbericht erwähnt worden. Das ist kein Witz, weil das noch umfasst. Wie viele Seiten umfasst der Kapitel? Wir haben gerade so einen Zwischenbericht gekriegt, der ist total übersichtlich und ein zusammengestoppelter Text, der von Mutmaßungen nur so strotzt und wirklich als absurd zu bezeichnen ist. Müssen Sie sich mal durchlesen. Wir sind hier in Thüringen auf einem guten Weg. Die Möglichkeit besteht, ganz realistisch, dass wir auf jeden Fall eine Sperrminorität bekommen, das heißt diese 33% plus X. Ja. Wo das am Ende rauskommt, wissen wir nicht. Wir gehen selbstbewusst in diesen Wahlkampf. Ich habe das Gefühl, dass hier wirklich etwas Historisches passiert nach den großartigen Ergebnissen jetzt im Westen, in Hessen und in Bayern.
ist das für uns auch nochmal ein starker, starker Rückenwind. Hat mich also wirklich gefreut, dass auch der Westen jetzt deutliche Zeichen des Aufwachens zeigt und die AfD so hervorragend abgeschnitten hat. Wir sind in beiden Parlamenten, in München und in Wiesbaden, Oppositionsführer. Das ist eine starke Position, auch die, eine Position, die auch von den etablierten Medien nicht mehr in den Skat gedrückt werden kann, mit der man viel machen kann, aus der man heraus viel entwickeln kann an alternativer Politik. Und ich glaube, in Thüringen und im Osten ist noch viel mehr möglich. Also wir gehen, wenn es so weitergeht und die Ideologen, die uns regieren, das sind keine pragmatischen Politiker, das sind Ideologen, gerade in der Ampel, setzen ihre Agenda weiter um, dann werden wir hier in Thüringen in Richtung absolute Mehrheit gehen. Die ist dann schon erreicht, wenn die kleinen Parteien rausfallen, also die Grünen und die FDP mit 42% etwa. Das sind Werte, die die CDU zu Anfang der 90er Jahre in Thüringen hatte und die hat hier mit absoluter Mehrheit regiert. Warum sollte das einer bürgerlich-patriotischen Kraft wie der AfD nicht gelingen? Sie wären dann in einer Situation, und da sind wir bei Antonio Gramsci, wo Sie die formalen Institutionen der Macht beherrschen, wenn Sie diese absolute Mandatsmehrheit haben, also die Ministerien, die Staatssekretäre stellen, auch bestimmte Posten vergeben können, aber in einer letztlich Ihnen feindlich gesinnten, nicht Umgebung würde ich nicht sagen, aber einem Ihnen feindlich gesinnten Establishment gegenüberstehen, in den Medien, in Teilen der Verwaltung, in den NGOs, an den Hochschulen. Das heißt, Sie könnten in die Situation kommen, wo Sie natürlich Gesetze, Verordnungen machen können, diese aber möglicherweise auf massiven Widerstand dieser von mir geschilderten Institutionen stoßen. Wo sind die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen einer AfD-Regierung unter diesen Bedingungen? Das ist ein ganz wichtiges Thema, das Sie ansprechen. Sowohl Antonio Gramsci als auch Louis Althusser haben das ja wunderbar auch mit Begrifflichkeiten unterlegt. Sie sprachen vom repressiven Staat und vom Ideologiestaat, wenn ich mich recht erinnere. Und Donald Trump und auch die ersten FPÖ-Regierungen sind an dieser kulturellen Hegemonie gescheitert, an diesem tiefen Staat gescheitert. Ja, was nützt es mir, wenn ich Gesetze erlasse, aber die Gesetze werden von der Verwaltung nicht umgesetzt? Was nützt es mir, wenn ich auf Landesebene neue Lehrpläne entwickle, weil ich weiß, dass die Indoktrinierung und die Ideologisierung im bunten Zeitgeist für unsere Kinder und Jugendlichen abträglich ist und ihnen die Möglichkeit einer starken Identitätsausprägung nimmt, wenn ich eine Lehrplanoffensive startet, aber diese Lehrpläne werden von der bunten Lehrerschaft nicht umgesetzt. Das sind berechtigte Fragen. Und ich habe das vorhin schon angedeutet, das ist ein Generationenprojekt. Wobei man natürlich davon, jetzt mal positiv formuliert, man darf natürlich davon ausgehen, wenn es eine absolute Mehrheit für eine AfD-Regierung gäbe, dass dann natürlich auch ein Großteil derjenigen, die auch in dem, was wir Ideologiestaat nennen, doch dann auch zumindest in einem Wendebewusstsein unterwegs sind und erkennen, dass es so nicht weitergeht und dass es vielleicht doch mal notwendig ist, etwas Neues zu probieren, auch wenn man vielleicht noch nicht die Position der AfD übernommen hat, was die Zukunftsperspektive angeht. Ja. Aber der Widerstand wird enorm sein. Man kann von lang anhaltenden großflächigen Protesten ausgehen, die stellenweise aus dem Ausland finanziert werden. Das wird eine riesige Herausforderung sein. Das wird ein Ritt auf der Rasierklinge sein. Man darf sich keinen Fehler zu Schulden kommen lassen. Also der Fehler, den eine AfD-Regierung macht, der wiegt natürlich 100-mal schlimmer als ein Fehler, den eine etablierte Regierung macht. Also da können wir uns schon auf einen wahren Hexentanz einstellen. Ich habe auch kein Patentrezept. Ich finde es wichtig, dass es überhaupt angesprochen wird, dass Sie das ansprechen. Und ich hoffe, dass auch die Parteifreunde, die vielleicht dieses Interview im Anschluss sehen, die vor allen Dingen dem Parlamentspatriotismus Predinger kennen, dass zur Umgestaltung eines Landes, zu einer positiven Entwicklung eines Landes in unserem Geiste viel mehr gehört. Ich habe immer dafür gepredigt, der AfD-Landesverband Thüringen steht dafür, dass die Partei eben nur ein Teil eines Mosaikes ist und dieses Bewusstsein auch hat, dass wir die Bewegung brauchen. Deswegen war ich regelmäßig bei Pegida, regelmäßig bin ich zu Gast im Vorfeld. Ich war mit meinen Mitstreitern bei den Corona-Spaziergängen und so weiter, um immer wieder deutlich zu machen, Partei ist das eine, aber es ist nur ein Standbein. Und wir brauchen noch andere Standbeine bzw. andere Spielbeine. Wir brauchen vor allen Dingen, das halte ich für ganz, ganz wichtig, Neudeutsch Thinktanks, also
intellektuelle Zirkel, Institutionen, die unsere Weltanschauung, und ich rede jetzt nicht von Ideologie, sondern von Weltanschauung, was für mich was ganz anderes ist, grundlegen, ausformulieren, die Leitideen entwickeln, die dann auch zu einer Vereinheitlichung dieser noch Opposition beitragen, die dann in Regierung auch mit einer größeren Schlagkraft unterwegs sein kann. Alles das kann Partei nicht leisten, dazu braucht Partei Vorfeld. Partei kann Vorfeld unterstützen, darf aber dieses Vorfeld nicht abhängig machen. Das ist ganz wichtig, damit wir alle gemeinsam aneinander lebendig bleiben. Wie gesagt, wir sind hier schon recht gut in diesem Denken unterwegs. Ich hoffe, dass in den nächsten Jahren in dieser Partei, in meiner Partei, sich diese Einsicht noch weiter durchsetzt. Wichtig ist für jeden Parteifunktionär, viel, viel zu lesen, sich immer wieder neu in den Stoff zu stellen, sich immer wieder in Frage zu stellen. Wie gesagt, die Vorfeldarbeit zu unterstützen mit seinen Möglichkeiten. Und ob es dann am Ende reicht, um der existenten kulturellen Hegemonie, die, und das macht mir wiederum Hoffnung, ja in Frage gestellt wird, die ihr Scheitern ja offenkundig schon eingestehen muss, dann schon dauerhaft ja, niederzuhalten. Ich will sie ja nicht ausschalten. Ich bin ja, wie gesagt, jemand, der wirklich pluralistisch denkt. Und Opposition ist für mich, auch wenn sie jetzt die bunte Opposition gegen eine AfD-Regierung ist, wenn sie nicht destruktiv ist, immer auch Ideengeber, immer auch ein Warnhinweis, immer auch ein Tritt gegen das eigene Schienbein, nicht zu selbstgefällig zu werden. Aber wie gesagt, ob es gelingt, dann so eine bunte Opposition erstmal niederzuhalten und sie zu kanalisieren bzw. ihr Einhalt zu gebieten in ihrem destruktiven Tun, das einsetzen dürfte nach so einem Tag X. Also ich nehme an, Antifa und so wird dann von alleine gelassen. Das kann man nur hoffen. Nun sind historische Fenster begrenzt und man kann sich ihren Zeitpunkt auch nicht immer aussuchen. Aber wäre es Ihnen lieber, wenn Sie die Möglichkeit hätten, und die Grünen haben das, glaube ich, in ihrer Parteigeschichte sehr gut gemacht, erst die kulturelle Hegemonie zu erringen und dann die Wahlergebnisse zu haben? Ja, das ist der elegante Weg zu den Hebeln der Macht. Aber wir müssen realistisch sein, wir haben die Zeit nicht. Die Grünen sind groß geworden, auch als Wohlstandsphänomen, konnten ihre Ideologie, und da muss ich von Ideologie sprechen, elaborieren in einer Zeit, in der man alle möglichen Spinnereien zur Partei werden lassen konnte. Sie konnten aus der Substanz Deutschlands und aus der Kraft und der Anstrengungsbereitschaft unserer Vorfahren saugen und daran zehren. Jetzt ist dieser Wohlstand aber weg. Er ist schon lange weg. Er ist in den Fassaden noch da, aber hinter den Fassaden stehen nur noch Ruinen, wenn man sich die tatsächlichen ökonomischen Zahlen mal vor Augen führt. Das heißt, diese Wohlstandskinder, die haben ein schönes Leben gehabt, aber die fetten Jahre sind vorbei und jetzt muss es schnell zu grundsätzlichen Änderungen, zu grundsätzlichen Reformen kommen, wenn wir dieses unterhalten wollen. Wir haben die Zeit nicht, nein. Sie haben den Begriff des Parlamentspatriotismus angesprochen, der ja oft verwendet wurde für gescheiterte, ich nenne sie jetzt mal ganz allgemein Rechtsregierungen, ohne jetzt genauer zu definieren, wo jetzt rechts sich abgrenzt. Das betraf vor allem Österreich, die FPÖ, mit Regierungen, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Man könnte, glaube ich, als Zwischenbilanz auch Italien bereits dazu zählen. Die polnische Rechtsregierung ist jetzt abgewählt worden. Auch da mag Druck und Einfluss aus dem Ausland und Finanzierung aus dem Ausland eine gewisse Rolle gespielt haben, ohne dass ich das jetzt genau analysiert habe. Besteht in diesem Parlamentspatriotismus die grundsätzliche Gefahr, dass man durch das Scheitern einer realen Regierung, die ja auch sich sehr realen und alltäglichen Problemen ausgesetzt und gegenüber sieht, der ganzen Entwicklung hin zu einer anderen, beispielsweise Weltanschauung oder Geschichte, einen Bärendienst erweist? Ja, natürlich. Also parlamentarische Demokratie funktioniert in Legislaturen. Und wenn man nicht erkennt, da sind wir doch wieder bei der kulturellen Hegemonie, dass man mal in Regierung ist und mal in Opposition. So sollte es jedenfalls sein. Also parlamentarische Demokratie, und das ist ja auch etwas, was so undemokratisch ist,
oder als undemokratisches Verhalten gegenüber der AfD eingeordnet werden muss, wenn die Etablierten, wenn die Altparteien sagen, die AfD darf niemals in Regierungsverantwortung kommen. Das ist ja die Grundlage überhaupt dafür, dass Opposition dieses Spiel mitspielt, dass es die theoretische Möglichkeit gibt, in Regierung zu kommen. Ja, und die Regierung auch bereit ist, wenn sie abgewählt ist, in Opposition zu gehen. Wenn man das durchbricht, dann zerstört man eigentlich das Fundament der parlamentarischen Demokratie, aber das nur nebenbei. Ja, und deswegen ist es so wichtig, wie gesagt, Bildungsarbeit zu machen, eine breite Zivilgesellschaft, eine breite patriotische Zivilgesellschaft auch aufzubauen, um auch mal wieder eine Oppositionsphase, ich bin jetzt in der Zukunft, zu überstehen und dann nicht wieder bei Null anfangen zu müssen und trotzdem im Volk auch das Bewusstsein wachzuhalten, dass es Alternativen gibt und eine Opposition gibt, die funktioniert und die auf einem kulturellen Fundament steht. Aber nochmal, ich glaube auch, dass das Problem der Zeit ist, mit Blick auf die parlamentarische Demokratie, dass wir in Deutschland, vor allen Dingen in Deutschland, beziehe mich jetzt mal auf Deutschland, das ist mein Verantwortungsraum, dass wir Kräfte haben, die Spielregeln der parlamentarischen Demokratie nicht mehr akzeptieren. Also um das vielleicht mal in ein Bild zu gießen. Parlamentarische Demokratie bedeutet eben, dass man ein Haus, das ich jetzt mal synonym für Deutschland stelle, dass man darüber nachdenken kann, ob wir dieses Haus grün oder blau oder rot streichen. Wir können uns auch überlegen, ob wir Kunststofffenster einsetzen oder Holzfenster einsetzen. Wir können uns darüber streiten, ob wir ein Tondach nehmen oder ein Strohdach oder ein Betondach oder etwas anderes. Wir können uns darüber streiten, ob wir den Garten als Ziergarten anlegen oder als Gemüsegarten oder als Mischkultur etc. pp. Wir können aber nicht anfangen, mit einem Stemmeisen das Fundament aufzubrechen und das Haus zum Einsturz zu bringen. Und das ist das, was gerade passiert. Und es ist nicht die AfD, die das Stemmeisen in der Hand hat, sondern es sind die etablierten Kräfte, die gemeinsam in den großen Politikfeldern, die Zukunft dieses Landes entscheiden, mit einer Stimme sprechen. Bei den einen geht der Raubbau, der Abbau, das Ausstemmen der Fundamente etwas langsamer, bei den anderen etwas schneller. Das Ergebnis ist bei allen dasselbe, wenn sie an der Regierung bleiben, der Zusammenbruch dieses Hauses. Und das ist ein Verrat an der Idee der parlamentarischen Demokratie, meine Meinung. Sie haben mehrfach gesagt, wir haben nicht mehr sehr viel Zeit, weil eine Situation eintreten könnte, die dann nicht mehr reversibel ist. Wie viel Zeit haben wir noch, um grundlegende Veränderungen in Deutschland herbeizuführen? Es wird mit jedem Tag schwerer werden, das zu erhalten, was uns als Patrioten am Herzen liegt. Letztlich ist es die Demografie, die über die Demokratie entscheidet. Die deutsche Volkssouveränität als Prinzip unseres im Grundgesetz definierten Staates endet in dem Augenblick, in dem die Mehrheit der Menschen in diesem Lande keine Deutschen mehr sind. In der jungen Alterskohorte ist die Frage bereits entschieden. Wir haben keine Zeit mehr. Haben Sie noch Hoffnung oder ist es nur noch eine Frage des Prinzips, sich gegen diese Entwicklung zu wehren? Ja, natürlich ist es auch eine Frage des Prinzips. Ich bin mit dem Willen in die Politik gegangen, trotz allem. Und ich bin dafür bereit, den größten persönlichen Preis zu bezahlen, so wie Gottfried Benders mal ausgedrückt hat, die Schwerter gegen die Zeit zu halten, aus Prinzip. Das bin ich meinem Land schuldig und das bin ich meinem Ethos schuldig, der in mir lebt. Aber ich glaube, dass es ganz viele Menschen meines Schlages gibt, die genauso empfinden und die nicht bereit sind, diesen Verlust zu akzeptieren, der hier gerade droht, weil es der Verlust eines großen Teils, der auch der persönlichen Identität wäre. Und weil es ein Verrat an den kommenden Generationen wäre. Ich bin selbst vierfacher Familienvater und ich möchte, dass meine Kinder in einem freien und souveränen und selbstbestimmten Land leben, das nicht nur Deutschland heißt, sondern das kulturell immer noch Deutschland ist. Das ist meine Pflicht vor den kommenden Generationen. Das ist meine Pflicht vor den Altvorderen, das Erarbeitete, das Erschaffene zu erhalten.
Und es ist meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Kette nicht an meinem Glied reißt. Das ist meine verdammte Pflicht. Und wenn ich alles dafür geben muss, das ist meine Pflicht. Ja. Wir brauchen, wenn wir so schnell wie möglich in Regierungsverantwortung kommen, vor allen Dingen eine 180-Grad-Wende in der Einwanderungspolitik. Ein Einwanderungsmoratorium, ein absolutes Stillstellen. Und dann beginnt die große Remigration. Für Thüringen machen wir das im nächsten Landtagswahlprogramm, das jetzt gerade geschrieben wird. Wir werden auch in der kommenden Haushaltsverhandlung fordern, dass es Abschiebeflüge vom Erfurter Flughafen gibt. Der ist sowieso viel zu wenig ausgelastet. Wir werden auf systematischen Grenzschutz pochen. Wir werden auf Bundesebene natürlich sämtliche Pull-Faktoren streichen. Wir werden alles dran setzen müssen, dass der Anteil nicht integrierbarer Ausländer in Deutschland massiv reduziert wird. Massiv reduziert wird und dass Deutschland so unattraktiv für illegale Einwanderung geht wie kein anderes Land der Welt. Ich bin bereit, das zu tun. Und meine Partei ist bereit, das zu tun. Und anders geht es nicht. Nicht, weil ich so ein böser Mensch bin, sondern weil ich durch und durch Humanist bin. Meinem eigenen Volk gegenüber humanistisch veranlagt, aber auch den Menschen, die man ohne Not in dieses Land lockt. Ohne damit das Not in den Heimatländern dieser Menschen auch nur ein Garn zu lindern. Und ohne diesen Menschen, zumindest der Mehrheit dieser Menschen, eine Perspektive in diesem Lande bieten zu können. Denn die meisten von ihnen sind ungebildet. Das sind eben keine Goldstücke, das sind keine Herzchirurgen und keine Computerspezialisten, die kommen, sondern es kommen Sozialhilfeempfänger. Die Zahlen sind klar, ganz klar. Diese Menschen werden auch aufgrund ihrer völlig anders gearteten Wertefundamentierung niemals hier dauerhaft andocken können. Jeder Politiker, der das nicht erkennt und der diese Menschen trotzdem einwandern lässt, der weiß, dass diese Menschen gar nicht anders können, als in Parallelgesellschaften sich zu organisieren, ihre Communities zu bilden und sich zu verpanzern, auch aus psychologischen Gründen, um die eigenen Minderwertigkeitskomplexe, die auch aus dem Scheitern im Berufsleben, im neuen Heimatland, im Einwanderungsland resultieren, zu kompensieren. Das hat ja auch eine individualpsychologische Ebene, von der wir reden. Alles das müsste eigentlich den regierenden Politikern in Deutschland bekannt sein, obwohl ich glaube, die sind mittlerweile so dumm und so ungebildet, dass die von nichts mehr eine Ahnung haben. Mit Verlaub, ich muss jetzt mal etwas schimpfen. Aber es ist, wie gesagt, auch ein Vergehen gegenüber der Menschenwürde derjenigen, die man hier hineinlockt. Ja, und das muss enden. Sie haben sich eben beschrieben als Glied in einer Kette, also von den Altvorderen zu denen, die dann irgendwann nach uns kommen. Ist es das, was Sie als konservativ definieren würden? Sie haben sich ja eben vorhin selbst als Konservativer bezeichnet. Ja, das ist das Denken in Generationen und das Denken ja auch in Ahnenreihen. Ich bin nicht der Mittelpunkt des Weltalls. Und konservativ zu sein, heißt auch, einen übertriebenen Individualismus abzulehnen. Natürlich fühle ich mich als Individuum. Natürlich kenne ich meine Biografie und ich weiß, dass diese Kombination, die hier gerade als Mensch vor Ihnen sitzt, einzigartig ist. Genau wie Sie in Ihrem Werden und in Ihrem Sein einzigartig sind. Das heißt aber nicht, dass wir nicht die Pflicht haben zu dienen. Otto von Bismarck, der von mir geschätzte Staatsmann, der hat ja mal gesagt, es ist nicht der Sinn, oder er sagte, dass der Sinn des Lebens besteht nicht im Wohlleben, sondern darin, seine Schuldigkeit zu tun. Ja, das heißt nicht, dass man auch mal das Wohlleben genießen kann. Ich genieße auch mal das Wohlleben. Ich feiere auch gerne mit meinen Freunden. Und das brauchen wir auch gerade, die wir so hart attackiert werden als Oppositionspolitiker. Mal ausgelassen sein, Feste zu feiern. Feste zu feiern ist auch konservativ, ja, weil Feste normalerweise nach einem festen Ritus ablaufen, wenn sie dann eine gewisse kulturelle Flughöhe haben, mit denen sie vorbereitet und durchgeführt werden. Ja, also Dienst an der Gemeinschaft, ein guter Ausgleich zwischen Individualinteressen und Gemeinschaftsinteressen. Wobei klar ist, dass das, was mich erhält, letztlich vor allen Dingen auch die Gemeinschaft ist. Also ein funktionierender Staat, der die äußere und innere Sicherheit garantieren kann, der die Daseinsfürsorge garantieren kann. Von Wohlstand will ich noch gar nicht sprechen. Das ist dann das i-Tüpfelchen, was oben drauf kommt. Schön, wenn er da ist. Wir verlieren ihn gerade. Ich habe meinen Beitrag dazu zu leisten. Ich bin als Mensch auch dankbar dafür, was ich von diesem Staat erhalten habe. Ich habe eine Schulausbildung erhalten, ich habe eine Universitätsausbildung erhalten. Ich bin auch deswegen zur Bundeswehr gegangen, weil ich diesem Staat was zurückgeben wollte.
Ja, ist auch der Wehrdienst, die Wehrpflicht ist für mich auch etwas Konservatives. Man gibt dem Staat mal etwas zurück. Und wenn es so das eine Jahr ist, das man ihm zurückgibt. Ja, also das Denken in Generationen, das Denken auch sich als Teil eines Prozesses zu sehen und den Staffelstab dann auch weiterzugeben und zwar in einem guten Gefühl weiterzugeben, dass man die Welt ein bisschen besser gemacht hat, dass man, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, wo es um den Sinn des Lebens geht, was ist der Sinn des Lebens oder wann hat man ein gelebtes Leben gelebt, wenn man von dieser Welt geht und kann sagen, die Welt ist durch mich ein bisschen klüger geworden und durch mich mit ein bisschen mehr Liebe ausgestattet worden. Ein, wie ich finde, ermutigendes Schlusswort von Björn Höcke, dem Landes- und Fraktionsvorsitzenden der AfD in Thüringen, der in einem Jahr Wahlen hat. Und dann werden wir weitersehen. Höcke, wann haben Sie eigentlich das letzte Mal das Rennsteiglied gesungen? Am Wochenende, am Sonnabend, da ist ein guter Freund von mir, der mit mir zusammen 2013 den Kreisverband in meiner Heimatregion mit aufgebaut hat, 70 geworden. Und da haben wir ordentlich gefeiert und viel heimatliebende Musik gemacht. Geht es Ihnen auch so? Bin ich weit in der Welt, habe ich Verlangen, Thüringer Land nur nach dir? Ja, vor allen Dingen nach dem Wald. Da bin ich ganz typisch deutsch.